Spontan. Wen nominierst du? Also, ich nominiere Claudia, weil ich denke, dass sie mit einigen Situationen nicht richtig klarkommt und manche es viel zu ernst sieht. Orhan, geh zurück in den Wohnbereich. Du darfst nicht über die Nominierung sprechen. Ja. Ist noch einer? Noch einer. Nicht alle Männer. Ja? Männer. Orhan und Marcel. Geht in Matchraum 2. Was? Oh, ohne Sachen hier. Hey. Yo. Oh. Sofort. Warum wir beide? Wir haben doch keine Scheiße gebaut. Wir waren doch lieb. Hoffentlich sind wir ein Team. Also, wenn das Match hier los ist. Drillinstructor. Drillinstructor. Ja, auf Matchfield geht nachher richtig. In Matchraum 2 sofort. Oh mein Gott. Hoffentlich sind wir ein Team. Hörst du? Das kann doch nicht sein. Ist zu. Ist zu. Ho, dann müssen wir mal aufschließen. Schmeiß mal einmal den Schlüssel rüber. Ja, ich hole euch da raus. Ach, wird aufgeschlossen. Na, jetzt übertreibt man nicht. Gleich nicht mehr. So, kommt rein, ihr Lieben. Ja, der Kochprofi. Orhan, bitte hier hin. Da brauche ich euch ja Stefan schon gar nicht mehr vorstellen. Marcel auf diese Seite. Stefan, das ist Stefan Marquardt. Kochprofi im wahrsten Sinne des Wortes. Und der ist natürlich nicht ohne Grund hier. Denn wie ihr seht, wir befinden uns in einer Küche. Und das bedeutet, ihr beide habt ja auch in der Großküche gelernt. Das heißt, ihr werdet heute ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Ja, das klingt schon ziemlich spannend, ist es natürlich auch, weil mit den gegebenen Zutaten und eurem Können müsst ihr euch duellieren. Das heißt, ihr tretet gegeneinander an. Wenn die Gerichte fertig sind, die ihr innerhalb einer Stunde kochen müsst, werden die bewertet. Und zwar vom Stefan und zwei weiteren Gastronomie-Experten. Und dann wird ein Gewinner ermittelt. Das heißt, es gibt was zu gewinnen und das ist was ganz Besonderes, denn ihr gewinnt Big Stars. Aber nicht irgendwelche Big Stars, sondern die Big Stars vom anderen. Und das kann ziemlich bitter werden, denn Orhan, du hast 5 Big Stars, Marcel, du hast 4. Egal, wer von euch gewinnt, das ist natürlich das Gute daran, der hat dann 9 Big Stars und kann theoretisch sich Kontakt zur Außenwelt erkaufen. Hört also genau zu. Stefan hat ein Menü zusammengestellt und wird euch jetzt mal erzählen, was ihr beide kochen werdet. Herr Jungs, da ich euer Ruf ja weit vorausgeeilt ist und ich habe gehört, viele Leute schwärmen von dem, was ihr so tut in der Küche, haben wir mal so ein Mittelmaß ausgerechnet. Ich habe so viel Erfahrung. Ja, also stellt mal euer Licht nicht unter den Scheffel, ihr müsst auf jeden Fall da durch. Je mehr ihr euch selber motiviert, desto besser. Wir machen als erstes einen lauwarmen Salat von Gemüsen mit zweierlei vom Lachs in einer Gamba-Limone-Vinaigrette. Boah, das kann ich nicht mehr aussprechen. Bitte? Das kann ich nicht mehr aussprechen. Jungs, was ist los? Ihr habt den Job doch mal gelernt. Ja? Als Hauptgang haben wir Perlhuhn. Aufgelassen, mein Perlhuhn hat viele Teile, was ihr davon verwendet, ist euch überlassen. Ein Perlhuhn mit einem Pilzrisotto und glasierten Artischocken. Verkacke jetzt schon. Also positiv denken lernt man hier drin anscheinend nicht. Nee, ich esse keine Pilze, ja nicht. Ich esse keine Pilze, ja nicht. Ich habe eine Phobie gegen Pilze. Du musst sie kochen, das hilft ja nichts. Boah. Na, ihr müsst ja durch, ne? Ihr wisst, es geht um was für euch. Dessert ist wieder sehr einfach und zwar Crêpes de Tête. Okay? So. Also, und ich würde sagen, nicht lange rummachen. Ihr habt eine Stunde Zeit. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit den Gerätschaften habt, ich bin da. Ich gebe durchaus auch mal den kleinen Tipp, wenn die Reise in die falsche Richtung geht. Ich bin bei euch, aber eigentlich auch nicht.
Aber er wird auf jeden Fall auf eure Finger schauen. Schlimmstenfalls auf die Finger hauen, solltet ihr irgendwelche Speisesünden hier begehen. Mhm. Ihr habt nicht viel Zeit, das habt ihr gehört, eine Stunde. Und Jungs, es geht wirklich um richtig viel. Die Big Stars vom anderen. Also strengt euch an. Ich lasse euch allein, denn ich habe noch viel zu tun. Und deswegen läuft eure Zeit genau jetzt. Gebt Gas. Ja, viel Glück. Auf geht's. Ran an die Buletten. Womit soll ich denn ab? Das haben wir noch mal eine Seite schon vergessen. Jetzt hat jeder das gleiche Regal zur Verfügung. Mhm. Und auch hier im Kühlschrank hat jeder seine Hälfte mit genau den gleichen Zutaten. Und denkt bitte dran, Risotto, ihr braucht ja einen Fond zum Auffüllen, wo ihr immer wieder auffüllen müsst, dass das Korn da drin eben garen kann. Deswegen als kleiner Tipp für beide vorneweg, ihr könnt schon mal das Perlhuhn als erstes zerlegen, damit ihr einen Fond ansetzen könnt. Auf geht's. Ich hab auch keine Ahnung. Okay. Oh mein Gott. Sowas habe ich noch gar nicht. So richtig begeistert seid ihr nicht, ne? Nee. Wärt ihr lieber beim Drill dabei? Ja. Ja. Also wenn ihr das möchtet, kann ich euch auch trennen. Na? Ja. Ja? Wenn euch das weiterhilft irgendwie. Also immer zwei oder was? Mensch, komm mal raus, rein in den Wohnbereich, schnell! Zwei Minuten! Nein, du kommst nur mit! Zwei Minuten! Mir helfen? Gib das! Wo ist denn deine Box? Die habe ich hier. Ist alles gut? Ja? 1,30! Jungs, los! Los! Haltet euch da raus! Tempo! Und ich reiße euch den Arsch auf, bevor es losgeht! Gummi! Schlafen, Gas! Komm, Junge! Wissen Sie, wo Sie unseren Drill Instructor vermutlich niemals sehen werden? Auf einer Demo von Frieden schaffen ohne Waffen. Also mit dem Typ ist nicht gut Kirschen essen, das haben Sie gesehen. Unsere Jungs, die werden auf dem Matchfield nicht nur körperlich gedrillt, auch Selbstbeherrschung ist gefragt. Aufmucken zählt nicht, das haben Sie vielleicht in der vergangenen Woche schon mitbekommen. Unser Chef, Big Brother, hat immer ordentlich Protokoll geführt und hier zeigen wir Ihnen nochmal die Notizen in Worte und Bild. Ob im Himmel oder in der Hölle, nichts bleibt im Verborgenen, Big Brother. Im Schweiße des Angesichts. Schluss mit Kuschelkurs. Die Jungs im Haus werden vom Drill-Instructor auf Vordermann gebracht. Geh auf deine Fäuste, Mädchen! Sieh, weiter! Acht! Weiter, tu aber nicht! Neun! Jetzt hab ich verzählt! Eins! Von Eiern und Vögeln. Das Lieblingsthema der Bewohner ist klar. Sex im Haus. Hier wird auch noch gevögelt. Ich glaube, bei der nächsten Party wird's knallen. Aber wer wird der Erste sein und vor allem wann? Du bist sowieso mein Tipp für den ersten Sex im Haus. Kommst du denn darauf? Ich habe niemanden, der... Du wirst mit Coco schlafen. Ganz allein wäre aber auch recht fein.
Morgen ist erstmal Online-Tag. Ja, ich könnte mir halt höchstens vorstellen, mich in den Kleiderschrank zu setzen und mir da einen runterzuholen. Wenn jemand das Bedürfnis hat, sich selbst zu befriedigen, dann kann er es gerne tun, solange ich nicht direkt neben ihm liege. Während die Bewohner noch über die Lust alleine nachdenken, spricht Anina Klartext. Eiweiß. Du brauchst Eiweiß. Ich brauche eigentlich gar keinen Sex, aber ich muss einfach mal was in den Mund nehmen, glaube ich, echt. Sascha würde aber auch teilen. Ich nehme euch auch beide, wenn ihr wollt. Der große Bruder stellt Sascha auf die Probe. Bei einem Candlelight-Dinner mit Anina und Jana muss er sich entscheiden. Jana, da ich mich nur für eine Person leider entscheiden muss, entscheide ich mich für Anina. Während Jana von dannen zieht, starten Anina und Sascha ihre heiße Liebesnacht. Und Anina, wie hat's geschmeckt? Ein köstlicher Nachtisch. Oh, 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 oh. Bitterer Nachtisch für Sascha. Der Drill-Instructor kennt keine Gnade und beendet Saschas Liebesnacht abrupt. Raus aus dem Bett! Was sagt ihr? Die Männer! Hast du deinen Ständer jetzt endlich eingepackt oder was ist los? Ui, das war eine bewegte Woche. Das Match spielt, das Big Brother Bootcamp steht und unsere Bewohner stehen hoffentlich auch und zwar stramm. Es geht jetzt ganz schnell zu Alida. Ich kann auch nur sagen, stramm gestanden. Hallo liebe Jungs, liebe Männer, muss man an dieser Stelle auch sagen. Unser Benny hat einen Musterungsbescheid bekommen. Aber keine Sorge, dadurch, dass du ja hier bist, hat Big Brother den Termin verschoben. Aber einen kleinen Vorgeschmack, wie es so bei der Grundausbildung der Bundeswehr abgehen kann, kriegst du hier auf jeden Fall. Und für alle anderen von euch, die beim Bund waren, wird es vielleicht noch mal einige Erinnerungen hervorrufen. Wir haben einen sehr anspruchsvollen Hindernisparcours hier aufgebaut, der einiges von euch abverlangen wird. Da müsst ihr also beweisen, ob ihr Pudding in den Ärmchen habt oder aus welchem Holz ihr tatsächlich geschnitzt seid. Unter Soldaten nennt man sowas Rödelbahn und ich glaube, den Namen trägt es zurecht, denn ihr müsst wirklich alles geben. Denn wir machen sowas ja nicht zum Spaß, sondern es hat einen bestimmten Grund. Eure Leistungen werden bewertet und jetzt kommt's. Der Drill-Instructor wird nachher entscheiden, wer von euch auf der Nominierungsliste landet. Einer wird definitiv nominiert sein und deswegen kann ich nur sagen, strengt euch an. Und nicht nur aus diesem Grund, sondern bevor ihr diesen Hindernisparcours bewältigt, werdet ihr natürlich noch mal ein bisschen getrimmt. Also ich hoffe, dann seid ihr richtig warm und fit und die Mädels werden euch vom Haus aus zusehen. Also besser, ihr gebt keine Memmen ab, denn die können alles sehen, was ihr hier so macht. Zudem werdet ihr später noch hier bei mir auf dem Matchfield nominieren. Also es kommt einiges auf euch zu. Und wie gesagt, strengt euch an, denn ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Denn der Drill-Inspektor wird nachher entscheiden. Inspektor ist er bei mir schon. Oh Gott, gut, dass er mich verbessert. Da kriege ich auch gleich noch einen auf den Deckel hier. Wird nachher entscheiden, wer von euch auf der Nominierungsliste steht. Also, hast du eine Frage? Ja. Ich bin am linken Arm verletzt. Ich bin in der Tore. Ich kann nur bedingt mitmachen. Da weiß der Drill-Instructor, glaube ich, besser. Jetzt fängst du von vornherein an zu heulen. Wart doch erstmal ab. Nein. Wart erstmal ab. Ich pass schon auf. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Arzt da, der guckt sich das an. Aber jetzt wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen getrimmt. Ich gehe mal besser aus der Schusslinie. Hilfe. Zügig. Ja, bin weg. So, Schritt zurück. Ihr kennt das Spiel. Wir fangen an mit Warm-up. Heute gehen wir Jumping Jacks los. Platz machen. Hände zusammen, Arme über Kopf. Ich zähle wieder an. Bis drei. Ihr zählt eins. Fertig. Eins, zwei, drei. Eins. Ihr Pfeifen, fangt nicht schon wieder an. Alle zusammen oder euch reißt euch den Arsch auf. Heute Schluss mit lustig. Nochmal. Und
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. Die 10 Rupien. Mach so leiser. 8. Wir sind noch keine Anzug her. Du sollst den Winkel sonst nicht den Jumping Jack machen. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Gott, ich mag den. Es schneit. 1, 2, 3. Nochmal. Kann der nochmal sein Grenzen noch schrauben, Alter? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. Der nächste jetzt am Grinsen. Oh, ein bisschen mehr Spannung, Daniel. Guck dir mal den Benny an. Guck mal den Daniel mit Benny an. Guck dir mal den Alter schön. Mit seiner Bruna. Oh nein, nicht auch machen. Also ich habe keinen Hunger. Ich würde mir langsam Gedanken machen, ne? Also eine Viertelstunde ist gleich um. Miri und ich, liebe Zuschauer, wir würden sie niemals anschreien, geschweige denn sie durch den Schlamm jagen. Ganz im Gegenteil, wir möchten nämlich nur ihr Bestes. Sie können unseren Jackpot knacken und der bringt 40.000 Euro auf die Waage. Machen Sie mit bei der Rückwärtsversteigerung. Geht ganz einfach, nehmen Sie Ihr Handy zur Hand und tippen Sie zuerst Euro und dann Ihr Gebot in Euro und Cent ins Handy. Zum Beispiel Euro, Leerzeichen 12,34 und senden Sie diese SMS an die 95050. Nicht das höchste, sondern das niedrigste und zugleich einzigartige Gebot gewinnt. Dieses Gebot liegt zurzeit zwischen 35 und 38 Euro. Natürlich kann sich das noch nach oben verschieben, ist ja ganz klar, wenn das bisher einmalige Gebot ein weiteres Mal getippt wird. Also noch können Sie gewinnen, für 40.000 Euro kann man es doch mal versuchen. Ich halte Ihnen ganz fest die Daumen. Viel Glück. Diese zwei.